Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei Lange Live. Nach einer kleinen Corona-Pause sind wir wieder zurück und mich freut es sehr, dass Benny heute wieder hier bei mir ist. Hallo Benny. Hallo Marc. Grüß dich. Danke. Schön, dass wir uns mal wieder live sehen, nicht nur online und am Telefon. Richtig. Und du hast schöne neue Dinge uns mitgebracht. Auf jeden Fall. Also erstmal noch danke, dass ich da sein darf wieder nach langer Zeit. Diesmal bei wunderschönen Sonnenschein. Auch hier unten in den Videostudios von euch. Genau. Kommen wir gleich zum Thema. Von Rode gibt es jetzt einen neuen Kopfhörer. Also auch zum ersten Mal einen Kopfhörer eigens entwickelt. Also da steckt auch echt tatsächlich auch einige Zeit an Entwicklungsarbeit und Technologie auch hinter. Aber jetzt ist er da, der Rode NTH 100 Kopfhörer und ganz ganz, ganz neu heute, ganz frisch bei Musikhaus Lange auch zum ersten Mal mitgebracht. Ne? Ein ganz, ganz toller Kopfhörer für viele Anwendungsbereiche. Die wollten einen Kopfhörer bauen, der vielseitig einsetzbar ist. Für Studio, fürs einfache Musikhören oder für Podcasts, für Nachvertonung, YouTube-Fraktion, alle so diese ganze Schiene. Und das ist denen sehr gut gelungen hiermit. Ne? Hier gibt es ein paar kleine Features an dem, die halt auch echt neu am Markt sind. Ich meine, es gibt, wie viele Kopfhörer gibt es? Zu viele. Am Markt, ich glaube auch. Also ist jetzt also zu wenig gute. Genau. Also ich durfte ja vorher mal kurz reinhören, was wirklich angenehm ist, dass er sehr linear klingt. Dass nicht wie bei anderen Kopfhörern nur Bass Anhebung drin ist, sondern genau. Dass da wirklich, dass man den eben fürs Studio zum Abhören gut nehmen kann. Genau. Also der hat tatsächlich fast einen nahezu linearen Frequenzgang, also ist dahingehend echt neutral, unverfälschlich sozusagen und dahingehend auch für viele Bereiche auch gut einsetzbar. Und hat auch so ein paar schöne Hardware-Kniffe auch dran, die es vorher auch eigentlich noch gar nicht gab. Das sind so ein paar Sachen, wo man sich dann denkt, okay, wieso hat das vorher noch kein anderer gemacht? Man zum Beispiel, ich weiß nicht, ob man das im Kamerabild sehen kann, hier gibt es so einen kleinen Lock-Schalter oder Dreher, sag ich mal. So kann ich quasi meine Kopfhörerposition ideal einstellen und dann auch fixieren. Ne? Verrutscht dann nicht mehr, an der anderen Seite eben ganz genauso. Und so stelle ich mir das dann ein und bleibt dann fest. Ne? Außerdem durch diese spezielle Aufhängung, es ist keine gerade Aufhängung, sondern es rotiert so ein bisschen in der eigenen Achse. Dadurch hat das ein ganz, ganz angenehmes Tragegefühl. Es drückt nicht am Kopf. Ne? Hinzu kommt dieses Material. Das ist ein Alcantara-Stoff. Ne? Kennt man auch aus der Automobilindustrie, wird auch gerne im Auto im Innenbereich verwendet. Das ist hier auch verwendet. Das kühlt schon von Natur aus. Ist das ein sehr angenehmer und kühlender Stoff. Hat nicht so eine große Wärmeentwicklung. Und was hier auch in diesen Ohrpolstern verarbeitet ist, ist so ein sogenanntes Cooling-Gel. Und dadurch auch bei längerer Nutzung entsteht auch dann keine Wärme oder wird nicht unangenehm warm. Oder man schwitzt auch dann nicht. Ne? Man kennt es auch von Kopfhörern, wo dann quasi Lederpolster sind und nach langem Tragen wird es warm und man schwitzt im blödesten Fall rund am Ohr. Ne? Das ist halt nicht so angenehm. Ist halt hier nicht der Fall. Ne? Das wollte ich eigentlich auch schon als erstes mit erwähnen. Man sieht hier unten, habe ich zwei Anschlussmöglichkeiten. Ich kann sozusagen, ich kann ihn rechts das Kabel anschließen oder auch links. Ne? Das ist das Kabel, hat auf der einen Seite so einen schönen Bajonettverschluss. Ne, entweder dann links oder rechts reingedreht, dann ist das fixiert. Ne? Was ich auch schön finde, dass das links und rechts sehr groß geschrieben ist, dass man auch immer weiß, welche Seite richtig ist, weil manchmal links sind die so klein oder irgendwo schwarz rechts auf schwarz geschrieben. Ja. Gute Sache. Man sieht auch, ich weiß nicht, ob man das in der Kamera sieht, die Form der Ohrmuschel ist ja nicht rund. Es ist so ein bisschen an dem Ohr quasi angepasst, dass das Ohr genau hier sozusagen eben reinpasst. Hat einfach den Effekt, dass es dadurch sehr gut abschließt und hat auch einen soundmäßigen Effekt. Also das war halt auch, diese Form beeinflusst natürlich auch so in gewisser Weise auch den Sound oder den Frequenzgang natürlich auch. Dahingehend haben Messungen stattgefunden und da kam halt auch diese Form bei raus. Ne? Schließt auch, ist ein geschlossener Kopfhörer, schließt auch eben sehr, sehr gut ab. Was auch ist,
Ne, ist jetzt nicht kaputt. Das ist tatsächlich so, diese Kopfpolster sind austauschbar, gibt es dann auch als Ersatzartikel. Ne? Ne, und das ist einfach so ein Klettsystem, was hier dann wieder eingedrückt dann wird. Ne? Und noch ein ganz witziges, ist kein Feature, aber darauf kann man schon mal hinweisen, hier an der linken Seite und rechten Seite ist jeweils auch Blindenschrift. Ne? Also kann man dann auch quasi erfüllen für die nicht sehen können. NTH 100. Vom Frequenzgang her auch sehr, sehr breit aufgestellt, habe ich gelesen. Also mehr als man eigentlich hört. Geht ja, glaube ich, bis 35.000 Hertz hoch von 35 unten. Also auch sehr, sehr gut. Kriegt man wirklich alles dann mit. Normalerweise hört man, so, also wenn man mir nicht mehr wahrscheinlich, aber normalerweise von 20 bis 20.000 sagt man so. Ich bin am Schlagzeuger. Ja. Genau, also. Da ist er sehr breit, das stimmt. Ja. Ne? Jetzt wollte ich eine Sache sagen, das habe ich jetzt vergessen. Vielleicht fällt es mir noch ein. Kommen wir erstmal zu dem Preis vielleicht. Vielleicht fällt mir dann auch ein, was ich noch sagen wollte. Ach so, nee, jetzt fällt es mir wieder ein. Und zwar verträgt er auch echt einen hohen Pegel. Mhm. Ne? Also da kann man auch echt mit einem ordentlichen Signal auch für einen Studiomusiker oder so auch sehr, sehr gut an einem Kopfhörervorverstärker auch verwendbar. Ne? Klingt dadurch auch echt dann unverfälscht und real, sag ich mal. Und hat da auch genügend Headroom, um einfach auch einen richtig fetten Pegel auch zu fahren, ne? Ohne dass der anfängt zu zerren. Okay, wie sieht es mit Handys und so aus, impedanzmäßig? Geht lautstärketechnisch? Problemlos. Man, ne? Kommt auch gleich noch ein, vielleicht, also sagen wir erstmal, kommen wir zu dem Preis. Also das ist, das war jetzt auch das Ding. Also hier steckt so viel Technologie und tolles Zeug drin, dass der Preis eigentlich unschlagbar ist. Ne? Also draußen ist die unverbindliche Preisempfehlung 179 Euro. Ne? Ich glaube, da kann man nicht meckern. Und da ist für denjenigen, die dann einen Kopfhörer haben möchten, anspruchsvollen Kopfhörer, der für viele Bereiche auch einsetzbar ist, das ist genau der richtige Kopfhörer eben. Ja. Schon ein kleiner Vorausblick. Es wird zu diesem Kopfhörer wird es künftig verschiedene Accessoires geben oder Zusatzprodukte. Mhm. Accessoires in der Richtung, das gibt es jetzt schon verschiedenfarbige Kabel. Ne, gerade auch für, sei es Interview- oder Podcast-Situationen mit mehreren Gästen an einem Tisch, dass man die schön auch dann farblich verteilen kann und das dann auch entsprechend dann auch unterscheiden kann, selektieren kann. Das zum einen. Zum anderen wird es hier ein Mikrofon geben für. Ah, okay. Ein Headset-Mikrofon, was man quasi dann hier unten auch mit einem Bajonettverschluss dann einsteckt. Dann ist es fix und dann kann man quasi dann diese Kopfhörer als Headset verwenden. Auf der anderen Seite wird es dann ein digitales Kabel geben, was quasi dann auf USB-C endet. So kann ich das dann als vollwertiges USB-Headset dann diesen Kopfhörer verwenden. Also für Podcasts zum Beispiel oder Podcast, auch Gaming? Gaming. Ne? Gaming wird in Zukunft da auch bei Rode auch eine große Rolle spielen und rund um diesen Kopfhörer wird es da künftig auch noch, wird einiges kommen. Cool. Dann sind wir wahrscheinlich mit den größten Features durch. Sind wir durch. Das Beste wäre vorbeikommen, anhören, anschauen. Ab sofort antestbereite Musik aus Lange. Genau. Marc hat auch schon gesagt, er will sich auch schon selbst privat einkaufen. Ich bin ja so ein Kopfhörer-Fan. Also, testet ihn an, hört ihn an. Viel Spaß. Bis bald. Macht's gut. Ciao.